Heute stelle ich euch diese SJ9000 Action Cam vor. Und zwar ist die aus dem Hause GBB. Und genau, wir gucken uns heute einfach mal genau mal an. So wird das nämlich geliefert und dann kann man hier, wenn man den Deckel abnimmt, die Kamera und auch das Zubehör schon direkt sehen. Also es wird ja relativ gut verpackt, so wie ich es jetzt auch gehört bei solchen Geräten eigentlich. Genau, also so das ganze Gerät ist. Sieht von der Größe aus wie ein älteres Modell der GoPro. Genau, ist hier das Gehäuse, ist das wasserdichte Gehäuse komplett, also bis zu 30 Meter wasserdicht. Hier haben wir dann zwei Buttons zum Hoch- und Runterschalten, Power-Button und der OK-Button. Und genau, dann kann man auch einmal aufmachen. Das Gehäuse ist relativ groß gebaut und so vom Design eigentlich so, wie man es von Action-Cams generell eigentlich kennt, so die normalen, die man so kennt. Hier der Anschluss ist wieder so wie auch bei vielen anderen Action-Cams. So, genau. Das einmal und dann hier die Kamera selbst. Genau, das ist das Modell SJ9000 mit WLAN und 1080p Auflösung. Hier noch einen kleinen Aufkleber drauf auf der Linse. Ja, sieht schon mal gut verarbeitet aus. Hier kann man dann WLAN einstellen und auch hoch und runter navigieren für das in dem Menü, wenn man Einstellungen vornehmen möchte. Die Micro-SD-Karte kommt hier rein, Micro-USB und Mini-HDMI-Eingang haben wir hier. Auch nochmal eine Schutzfolie drauf auf dem Display. Das ist hier jetzt kein Touch-Display, sondern einfach nur zum Anzeigen, was aber meistens auch eigentlich schon reicht. Ich schalte die Kamera mal ein. Okay, es geht schon relativ schnell. Ja gut, es sagt ja, dass man die SD-Karte einstecken soll. Ansonsten vom Menü hat man dann oben die Zeiteinstellungen, die Anzeigen. Genau, alles gut erkennbar und gucken wir uns dann mal das Menü mal an. Oder die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir hier einmal den Bildmodus. Hier kann man dann wahrscheinlich die Bilder und Videos angucken, jetzt aber wo nichts vorhanden ist. Er sagt natürlich, dass kein Bild da ist. Und hier sind dann die Einstellungen. Da haben wir einmal dann die Auflösung, eine Loop-Aufnahme, HDR-Aufnahmen, Bewegungserkennung, Zeitraffer, ob man jetzt Audio mit oder ohne Audio aufnehmen möchte. Datumsanzeige kann man noch einstellen, den Aufnahmemodus. Dann die Auflösung kann man einstellen, die Qualität, die Schärfe. Den Weißabgleich quasi, die Farbe, den ISO-Wert, die Belichtung, Gesichtserkennung gibt es auch, Stabilisierung, Schnelldurchlauf, Datumsanzeige, noch verschiedene Standardeinstellungen, den Automodus, USD-Modus automatisch aus, also wenn sich die Kamera ausstellen soll, wenn nichts passiert oder nichts bedient wird. Die Töne kann man einstellen, wie laut die sein sollen, die Sprache und TV-Modus, also wenn man dann an dem Mini-HDMI das Bild aus zum Fernseher übertragen möchte. Die Frequenz, den Sensor drehen, kann man auch löschen, formatieren. Na gut, das sind dann so Standardeinstellungen. Okay, ist schon relativ viel, was man einstellen kann. Und die Auflösung, nachdem er oben, kann man mal kurz gucken. Da zeigt er jetzt an 1080p, also Full HD. Und dann geht es dann weiter runter. Die 1080p werden wahrscheinlich mit 30 Frames sein, wenn das hier mit 60 Frames pro Sekunde ist. Dann gibt es noch weitere niedrigere Einstellungen. Aber es ist ja dann wahrscheinlich der beste Aufnahmemodus, je nachdem, was man gerade braucht. Wenn man ein bisschen Zeitlupenaufnahmen machen möchte, kann man auch auf jeden Fall dann die 720 mit 60 Frames nehmen. Ja, an sich schon mal macht einen guten Eindruck. Gucken wir uns mal den Rest an, was noch mitgeliefert wird. Er schaltet doch schnell wieder aus mit einem kleinen Sound, okay. So. Dann haben wir hier noch einiges an Zubehör. Ein Klebepads und ein Stahlseil zum Fixieren nochmal oder zum Befestigen. Dann haben wir hier die verschiedenen Gelenke. Ein längeres und ein kürzeres. Hier ist dann eine Fahrradhalterung, also ein Lenker vom Fahrrad kann man das befestigen oder auch an sonstigen Stangen oder sowas. Dann hier einmal zum Reinschieben und dann kann man das immer festklemmen.
auch eine sinnvolle Halterung. Und hier nochmal einen Strandfuß mit einem längeren Hals hier. Und hier ist dann das Gegenstück zu dem, das man einklemmen kann. Und da ist dann auch nochmal das. Hier kann man dann direkt auf ein Gewinde vom Stativ zum Beispiel draufschrauben und da hat man dann direkt diese Halterung mit inklusive. Und die sind auch schon, geht jetzt noch schon drauf. Also das heißt, die, ich gerade gesagt habe, die sind dann zusätzlich nochmal als Ersatz dargeliefert und genau, die sind dann zum Draufstecken. Hier haben wir nochmal ein schmaleres und kleineres Gehäuse. Das kommt schon hier ein bisschen raus. Einfach wenn man die Kamera jetzt nicht so gut schützen muss und dann einfach ein bisschen kompakter das Ganze haben möchte. Und hier haben wir direkt eine Stativhalterung, kann man draufschrauben und genau, überall verwenden, so rum oder andersrum. Ja, hier ist dann nochmal ein zweiter Akku. Okay, da wird direkt auch ein zweiter Akku mitgeliefert, das heißt, da muss man nicht unbedingt nochmal Zubehör dazu kaufen, sondern kann man mit zwei Akkus dann, denke ich mal, relativ weit kommen, wenn man jetzt einen Tag unterwegs ist. Dann haben wir hier nochmal so ein Gelenk und okay, hier sind dann zwei Stativhalterungen. Einmal zum mit einer Schraube und einmal ohne. Das ist einmal das Gegenstück dazu. Okay. Hier ist dann das Aufladekabel, normal Micro-USB, wie beim Handy auch. Hier sind dann noch ein paar Kabelbinder. Ein Reinigungstuch. Und nochmal ein paar Bänder zum, mit Klettverschluss zum Festigen an verschiedenen Dingen, vielleicht auch am Handgelenk und so weiter. Okay, also schon mal eine ganze Menge, das mitgeliefert wird an Zubehör und auch vieles Sinnvolles dabei. Da braucht man nicht direkt sofort schon neues Zubehör dazu bestellen und kann mit dem auf jeden Fall schon mal einiges anfangen. Und ja, bis jetzt macht es einen guten Eindruck. Die Qualität wird wahrscheinlich auch relativ gut sein. Also wenn es mit Full HD aufnimmt, 30 Frames, ist es halt so in der Preisklasse eher Standard.